Hallöchen, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen angespielt Dragon Sim heißt das Spiel, Dragon Simulator. Wir haben hier einen Drachen, einen ziemlich gefährlichen Drachen und wir spielen im Singleplayer. Und gucken, was wir so machen können. Eine Simulation, wo wir einen Drachen spielen können, gehe ich mal von aus. So, Feuer, welches Element? Wenn wir Feuer oder Eis, Wind, Erde. Ja, Mail ist natürlich größer als viel mehr Wind in dem Mail Dragon. Mit einem Eissturm. Oder Eiselement. Okay, ist okay. Ja, ist natürlich mit der Steuerung ein wenig schwieriger und Complete Quests. Und die haben wir wirklich Quests zu tun. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn höher? Na, das ist ja grauenvoll. Na, ich wollte schon sagen, wieso beim... Gut, wir sind ein Drache. Ah, doch, wie beim Helikopter sozusagen. Beim... Wie heißt denn das? Wir sind übrigens völlig falsch gerade. Hier unten muss das Pferd irgendwo sein. Level 3 brauchen wir für unseren Feuersturm. Nam 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 Pferd! Wunderbar! Wir haben ein Level abbekommen für das Killen von einem Pferd. Wir können damit Power, Speed oder Health aufrüsten. Wir werden einmal Power und einmal Speed. Zweimal Power. Und unten links ist unsere Erfahrung. Wir müssen aufpassen wegen den Menschen, die da sind. Bam. Der ist nämlich schon am... Was soll man hier? Mampf. Kann man sein Leben wahrscheinlich später wieder herstellen. Und kriegt sogar Erfahrung. Hi Mensch. Darf ich dich töten? In der Tat, ich dürfte wahrscheinlich. Ein Magier, der gegen uns kämpft. Wir können jetzt einen Eisbolzen schmeißen. Wir werden erstmal ganz kurz noch essen. Nom 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 nom. So, sehr gut. Wir haben gerade noch eine Aufgabe und zwar. Ne, nicht nach oben, dankeschön. Nicht nach unten, habe ich gesagt. Wir müssen noch einen Pferd. Hier. Achso, wir müssen erstmal einen anvisieren. Dann gehen wir doch mal super zum Pferd. Da müssen wir allerdings über die Stadt oder über die Stadt rum, um die Stadt rum. Boah, ist ja grauenvoll. Ja, es hat die Steuerung, ne? Die passt bei mir nicht so richtig. Hier sind wir in der Stadt und hier irgendwo muss ein Pferd sein, hier unten. Aber ich glaube, die Menschen sind mir nicht wohlgesonnen. Wow, okay. Heftig. Kostet natürlich ein bisschen Mana. Nam 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 nam. Wir müssen aber essen, weil wir kriegen dadurch Mana wieder, kriegen Erfahrung und eine ganze Menge an Erfahrung. Das ist übrigens eine voll coole Stadt, weil hier einfach gar keine Sau ist. Jetzt muss ich noch, ich weiß nicht, was ich da killen muss. Wahrscheinlich sind das Bauern. Die hoffentlich nur eine... Nein, das sind in der Tat, das sind diese Marker gewesen, die ich vorhin meinte. Wir können jetzt irgendwie mit einem Freund
bundeln. Wir müssen schon wieder ein Dings killen. Ein Pferd, drei Magier, wie ich sie nenne, und zwei Ritter. Gut, jetzt müssen wir uns erst einmal... Man hört sogar im Hintergrund noch die Musik weiter von unserem normalen Spiel. Da hinten haben wir jemanden, den wir... Na, ich gehe davon aus, dass das Herz das ist, wo wir hin müssen. Ich liebe so Simulationen, sind schon geil, ne? Wir gehen mal zum Herz. Da ist ein Drache, hi! Ernsthaft, du willst mich angreifen, du Pissvieh? Ich wollte mit dir... Achso, Bonded ist unterwerfen, wa? Also wie so ein Tierchen. Und der ist jetzt meinetwegen... Ja, ein Feuerdrache ist langweilig, ein Erddrache, komm. Okay, wir haben einen Family Tab. Wir können also jetzt unseren Dark 2 aufrüsten. Power und Speed. Was können wir machen? Wir können den jetzt spielen, das ist ja cool. Oder ich kann halt den spielen, also wir können bis zu drei Viecher drin haben. Wir werden mal mit ihm fliehen, mit ihm. Ich hab Bock, was Erde macht. Ich hab keine Ahnung, was Erde macht. Ich sehe... Komm hoch! Zieh an hier! Und da unten sind irgendwo welche. Da ist einer. Zwei sogar. Sieben Damage nur. Oh. Da kommt mein Freund noch dazu. Na komm. Okay, also ist wirklich familiär. Kann man runter hier und futtern. Oh, da sind die. Ich wollte schon sagen, sind die Wachen dort. Ja, ich habe noch nicht Level 3, ich weiß. Aber jetzt habe ich's. Bam! Okay, wir können in einen Gegner chargen und ihn stunnen. Da unten sind sie. Oh, kann ich nicht anklicken. Doch da. Too far from the target. Njom! Wusch. Ah, das ist der Eisstrahl. Cooler, muss ich gestehen. Wesentlich cooler. Ja, und der hat halt schon wieder ein Level up. Oder fast ein Level up. Er hat aber auch tatsächlich ein Level up. Den kann ich ja so aufrüsten. 8 Skillpunkte hat mein Dark. Und der hat. Ja, komm hier, nimmt er das. Und der kann ja. Weiß nicht. Power, Health ein bisschen dazu und Speed. Und mit dem spielen wir jetzt auch weiter. Wir brauchen noch einen. Oh, einen Bär. Weil wir können einfach einen Bär, würde ich sagen, ne? Runter, wieder hoch. Eigentlich dürfte der Ben nichts machen können. Na? Scheiße gelaufen. Bin ein Drache. Nom 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 nom. Achso, man kann sich sogar noch einfacher drehen. Das ist natürlich viel besser. Und da hinten sehe ich ihn schon direkt vor mir. da ist noch. Da ist das Pferd irgendwo. Ich habe jetzt keinen Bock, ihn zu essen. Bin ich gerade zu faul für. Quest complete. 700 Coins als Reward. So, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir Zauberer, die wir besiegen müssen. Aber mal Just of Fun killen. Oh, tot. Ah ja, cool. Eine neue Fähigkeit. Bam!
Okay. Macht jetzt noch nichts. Guck mal, der kriegt sogar auch Erfahrung fürs einfach dabei sein wahrscheinlich. Was können wir mit den Coins machen? Hier haben wir unseren Hauptcharakter. Hier haben wir unsere Familie. Hier unsere Personalisierung, gehe ich mal von aus. Da haben wir unsere Achievements, 100 Gegner killen und so weiter. Kill den Lord Troll Lava Golems killen, Grim Reaper und den Immortal Dragon. Hier haben wir die Gegner zum Beispiel, den Human Clerk, Cleric, nicht Clerk. Ah ja, Cleric kann halt natürlich von Fernkämpfen. Ein Human Archer, ein Human Wizard, ein Human Warrior bis hin zum Immortal Dragon mit 1500 Health und 40 bis 45 Power. Ein Epic Boss. Aber nicht so wirklich. Bier, er kann eigentlich nichts machen, der Bär. Was kann ich mit den Coins machen, meine lieben Freunde? Ich habe keine Ahnung. Kann ich somit schneller fliegen? Ja, ne? Glaube schon. Da muss man die ganzen Quests durchmachen, ne? Die 30 Quests hier. Aber ich habe keine Ahnung, kann ich vielleicht in der Stadt was kaufen? Ich habe hier auch eine Weltkarte. Wir werden mal dahin fliegen. Gucken, was da passiert. Da scheint ja unser Zuhause zu sein. Ist ein wenig nebelig. Unter mir ist ein Bär gespawnt. Na, der Schwanz hat einen, der Drache hat einen ekligen Schwanz. So Nadel, dieses eklig. Nadelbedeckt, wie so ein Tanzzapfen sieht das aus. Huch, Hallöchen. Interessant, dass ich Mana verliere. Ja, was kann ich hier machen? Jetzt bin ich zu Hause hier, ne? Ach, guck mal, ich verliere Mana, weil ich schneller fliege. Tja, was kann ich hier machen? Gar nichts. Hier ist nichts. Irgendwie traurig. Na gut, wir setzen uns ab. Find your home. Okay, doch was. Wir haben unser Zuhause gefunden. Aber hier ist halt nichts. Kann ich runter? Ich könnte. Okay, er fängt an zu fliegen. Er fährt einfach nur runter. Gut, tja. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Coins machen kann. Deswegen. Dragon Simulator sieht ganz cool aus. Allerdings na, kann ich damit nicht so wirklich was anfangen. Aber trotzdem vielen Dank für den Vorschlag dafür. Wir machen Schluss. Sehen uns in der nächsten Folge wieder von angespielt. Und bis dahin, haut da rein. Ciao.